Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Fiddle Forest Village. Wir haben mal weiter an der Stelle. Wir sind gerade hier am Bauen der neuen Weide. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Der Jäger ist ja in der Nähe, das müsste klappen. Gut, gut, gut. Was ich vorhin noch schnell gestartet habe zwischen den Folgen ist Werkzeugproduktion. Da wir hier knapp sind und gerade im Winter und übrige Arbeiter haben, ist das, glaube ich, eine gute Idee. Außerdem möchte ich doch wieder eine neue Expedition starten. Ich hätte mir jetzt gedacht, wir haben einmal Tiere gemacht. Wir machen jetzt von jeder Sorte einfach einmal durch. Das heißt, als nächstes nehme ich einfach mal Pflanzen. Da starte ich auch gleich und hier machen wir mal zwei. Von mir so. Genau, 1-1 jeweils. Passt. Kleidung sollte nicht das große Problem sein. Werkzeug sind wir gerade am Machen, ist auch in Ordnung. Holz ist kein Thema und den Rest machen wir jetzt Stück für Stück. Wir fangen mit Gemüse an. Wir haben ja gerade einen guten Supply, da macht das bisschen jetzt, was wir da brauchen, nichts aus. Da fangen wir einfach mal mit Gemüsetorte an. Genau. Gut, lass mir mal laufen. Genau, hier wird die Scheune noch gebaut. Das passt. Das ist auch gut für den Sammler und den Jäger hier. Ansonsten müssen die, wenn hier kein Platz mehr ist, ewig weit laufen. Wir haben einen Untätigen. Wahrscheinlich hier. Nöp. Ah, der hier. Jo. Aber wieso? Ist der untätig? Dürfte er eigentlich nicht sein. Das Limit ist ja 70. Verstehe ich nicht. Gusseisen. Wir haben ja alles. Eisen, wir haben Kohle. Und ein Ressourcenlimit. Verstehe ich nicht. Der hier ist fröhlich am Werkeln. Ich probiere mal was. Nee. Kann den auch nicht austricksen. Pause, Play. Nee, das ist buggy. Ich lasse es mal so, vielleicht wird's noch. Ansonsten bauen wir einen neuen. Wenn der jetzt buggy zu scheinen meint, sollte er. Ja, wir haben halt hier die ganze Zeit den Untätigen. Ist ein bisschen blöd. Werkzeug haben wir noch nicht. Ja, müssen wir aufpassen, dass wir da nicht mit dem Werkzeug dann in Bedrängnis kommen. Müssen wir aufpassen. Das hier ist eigentlich alles am Laufen. Hier auch. Machen wir mal so. Jäger, Fischer sind am Tun. Passt eigentlich. Ich kann eigentlich mal schön Gas geben hier. Nahrungsreserven niedrig. Wirkt. Das ist wohl eher nicht so ganz wahr. Würde ich jetzt mal meinen. Der Typ macht hier einfach nichts. Das verstehe ich nicht.
Das ist buggy. Ansonsten wüsste ich nicht, wieso der nichts tun sollte. Kein Plan. Ist ja auch alles da in der Nähe. Egal, ich baue einfach einen neuen. Direkt auf diese Seite. Das war ein Rennofen. Jo. Dann halt diesmal direkt hier hin. Wobei hier könnte ich noch Köhler dann hinbauen. Bauen wir ihn hier hin. Kostet ja nicht viel. Und den werden wir dann abreißen. Hier könnten wir die Straße noch etwas schöner vorbeiziehen. Winterende naht, okay. Und das ist jetzt blöd, weil wir jetzt den Winter verpennt haben mit Werkzeugherstellung. Müssen wir das im Sommer machen. Das wird tricky. Das wird tricky. Fischer starb an Altersschwäche, okay. Ist in Ordnung. Ja, Würz. Gemüsepaste, Gemüsetorte, die wir da herstellen, müsste theoretisch langsam dann auch hier unten landen. Der ist hier am Tun. Sehr gut. Ich lasse mal laufen. Der stellt schon Werkzeuge her, das passt. Brauchen wir jetzt auch. Die haben die Werkzeuge hier schon. Jo, das haben sie. Okay, so, Pause. Ja? Vorfrühling. Gleich geht's los. Okay, ja, hier arbeitet er. Hier nicht. Nee, der ist einfach buggy. Egal, dann wird der abgerissen. Jo. Okay, wir haben noch Minusgrade. Vorfrühling. Wir müssen dann da beginnen. Wir haben hier oben, wie sieht es eigentlich aus mit Nahrung? Ja, es ist noch aktuell in Ordnung. Gras für die Weide. Hier bräuchte ich was. Weide, Weide, Weide. Oh. Habe ich einen zu... Ich habe einen zu wenig. Ich brauche hier... Jo, die brauchen Heu dann. Wir haben ein bisschen Heu und Wasser. Wasser können ist hier irgendwo im Brunnen. Hier. Hier kommt Wolle raus, genau. Und dann hoffentlich auch irgendwann Fleisch. 16 Schafe haben hier Platz, okay. Das wird jetzt leutetechnisch extrem knapp werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal, sobald es hier... Es ist Frühling und immer noch Minusgrade. Ja, das hängt dann wirklich, ist nicht immer gleich, weil im Vorfrühling hatten wir teilweise schon Plusgrade dann. Sobald wir jetzt 0 haben, wenn wir loslegen. So.
Genau, ich könnte halt eigentlich vorher schon schauen können. Das ist klar. Die lassen wir anpflanzen. Hier haben wir Kartoffeln. Auch alles gut. Ich fahre hier nochmal einmal mit Hafer. Das müsste noch reichen. Wir haben einen guten Polster. Weizen langt auch noch. Der ist hier zwar fleißig am Rödeln. Den könnte ich eigentlich mal wegnehmen. Weil wenn ich Brot herstelle, wird das eh direkt aus Weizen gemacht. Den brauche ich aktuell nicht. Ich habe mal Mehl genug. Weizen haben wir auch noch. Die Frage ist, reicht einmal Gras hier aus? Ja, am Anfang jetzt definitiv. Hier einmal Gras. Für das hier. Das ist gut. Und den Rest können wir eigentlich laufen lassen. Dann ziehen wir mal die Bauarbeiter, Bergarbeiter hier ab. Auf jeden Fall hier einen ab. LOL. Also hier müssen wir mal grob reduzieren. Ich brauche nämlich 19. Mir fehlen noch 3. Ein Fischer, ein Jäger. Hier machen wir 2. Ah, vorab mal 3. 3 und 3. Solange wir hier noch nur ein Schaf haben. Zur Sicherheit. So. Einen brauchen wir noch. Es ist immer wie soll ich denn sagen? Wo kann ich noch einen einsparen? Wo kann ich nicht? Ich will nicht noch einen Jäger, eigentlich auch nicht noch einen Fischer. Ich könnte einen hier abziehen. Was ist denn aktuell alles im Bau eigentlich? Das hier und noch irgendwas. Das hier? Nee. Irgendwas ist noch im Bau. Aber wo? Was eventuell habe ich gebaut? Keinen Plan. Das Abreißen hier vielleicht. Ah, okay. Ja, aber da reicht mal einer jetzt. Die sollen sich das aufteilen, ist mir eigentlich Wayne. Wie die das machen und dann habe ich genug. Hab gerade zwar keinen Träger. Dauert das halt länger. So. Let's go. Müsste passen. Knapp, aber müsste passen. Wir bauen langsam einen guten Fleischsupply auf. Das gefällt mir. Und ich hoffe, hier kriegen wir bald 2 Schafe. Die dürften eigentlich ja im Sommer nichts fressen. Da fressen sie ja von der Weide. Zumindest stand das so im Tooltip. Ich bin gespannt. Das hier müsste eigentlich alles laufen. Für nächste Saison brauchen wir definitiv noch mehr. Noch mehr Nahrung. Und das könnte ich damit bewerkstelligen, wenn ich hier das Häuschen hinbaue, kann ich auch mehr Nahrung anbauen. Ich könnte es mir jetzt dann langsam auch, glaube ich, leisten. Kann jetzt da wieder einen zweiten, haben einen mehr. Ich mache einen kurzen Save. Na, okay. Sieht alles gut aus hier.
glaube, wir könnten uns langsam auch wieder ein Häuschen leisten. Die Frage ist jetzt, wo bauen wir es hin? Hier hin? Baby wurde geboren. Komm, spricht man vom Teufel? Hier wollte ich eigentlich noch ein Häuschen hinbauen. Wobei ich eigentlich gern mal so ein großes bauen würde, aber das hat hier nicht Platz. Auch nicht mit viel Fantasie. Ja, vielleicht mit gut planieren. Könnte das sogar klappen? Dann könnte ich... Ja, dann müsste ich den halt nochmal umsiedeln dann. Ja, was soll's. Könnte den... Ja. Weil dann könnte ich hier hinten dann noch Feller bauen. Wenn ich hier ein Haus habe, ist das doch nicht so blöd. Machen wir mal so und schauen wir mal, ob wir hier das Häuschen hinkriegen könnten. Im schlimmsten Fall, die Straße will ich nicht versetzen, aber hier... Die müsste dann halt außen rum gehen. Schauen wir mal, was wir da planiertechnisch machen können. Effektiv kann ich das Ganze hier... Oh ne. Ich muss da anheben machen. Weil ich müsste das Ganze hier auf diese Ebene bringen. Circa. Ich muss es wahrscheinlich so machen. Dann kann es funktionieren. Weil dann ist es schlussendlich auch wirklich eben. Jupp. Probieren wir das mal. Okay, noch einer ist älter geworden. Wo könnten wir den reinstecken? Wo haben wir denn einen abgezogen, wo wir eventuell einen mehr brauchen würden? Oh, noch einer älter. Okay. Overflow. Ja, dann packe ich einen mal hier noch rein. Okay, wir haben genug Gemüse. Pause. Alter, hier geht schon wieder übelst ab. Hier ist noch nix. Fleischpastete mal als nächstes, da haben wir genug. Und dann noch den Fisch. Obst, Gemüse. Wir könnten theoretisch den einen, wenn wir einen viel haben, hier einen so sammeln schicken. Jo. So einen übrigen. Im Sommer wird alles in Nahrung gesteckt, was geht. Alles da rein. Ja, wie sieht es eigentlich mit den Schafen hier aus? Das sind doch gar keine Schafe. Das ist eine Ziege. Oder was auch immer das sein soll. Cool, cool auf jeden Fall. Ich hoffe, wir kriegen bald eine zweite. Dann haben wir das Problem, das erste schon mal überstanden. Solange möchte ich auch noch hier die drei Jäger drin lassen, definitiv. Noch einer älter geworden. Wie sieht es eigentlich mit unserer Nahrung aus? Die Äpfel hier, das wächst alles super. Hier wird neu. Hier gibt es Äpfel. Ah, wir sollten das Projekt für nächstes Jahr definitiv angehen. Wir brauchen mehr Nahrung. Das heißt, wir haben hier... Naja, nicht so... Ah, das planiert. Theoretisch können wir jetzt hier ein Häuschen hinbauen, oder? Ach, ich hasse dich. Spiel, ich hasse dich. Abgrundtief. Nein, ich hasse nicht dich, ich hasse das Planieren. Das hasse ich definitiv. Aber das kriegen wir noch hin hier. Da müssen wir einfach nur hier...
Machen wir hier so. Nee. Nö. So. Und zwar auf diese Höhe hier. Tu das mal, tun da. Na? Planier das fertig, komm schon. Dann kann ich hier so ein... Danke. Kann ich jetzt hier ein Häuschen hinstellen? Ja, ich kann es. I can do it. So. Mal Pause. Hier außen rum geht dann theoretisch noch eine Straße wahrscheinlich. Nö. Weil hier alles so Kackweg ist. Ach Mensch. Das sollten wir noch irgendwie richten. Wenn hier noch so ein Weg rumbauen kann, wäre halt schon super. Ansonsten müssten wir den Weg irgendwie hier lang ziehen. Die Straße einmal hier rum. Naja. Hier wird es auch nicht gehen. Hier müsste man etwas planieren. Das machen wir noch schnell. Hier ein bisschen. Ja, wieder hier. So. Da so ein leichtes Gefälle. So. Und dann auch noch hier das da die gleiche Höhe bringen. Ah, wahrscheinlich muss ich es schon. Ah, hier kann ich es nicht beginnen. Das ist jetzt ganz blöd. Weil genau dieses Eck da jetzt das Problem ist. Und das kriege ich nicht. Ja, im schlimmsten Fall gibt es da halt keine Straße. Probieren wir das mal so anzuheben. Vielleicht bringt es was. Gut, gut, gut. Aber. Da mache ich mal Pause. Den Zeitpunkt dafür muss ich mir noch überlegen. Erstens kostet das viel Holz. Wobei, Holz können wir ja schnell besorgen. Den Rest haben wir. Aber das wird einen extremen Schub auslösen. Da muss ich vorher noch hier feldertechnisch das Ganze etwas planen. Die Sammlerhütte hier wird dann auch irgendwie so mittelmäßig. Ich könnte dann aber hier unten ausbauen, theoretisch, weil wir ja hier dann Arbeiter genug haben. Also Platz für Arbeiter. Von daher mal schauen. Hier können wir überall noch ausbauen. Vielleicht noch eine Scheune irgendwo hinstellen. Hier zum Beispiel. Mal gucken. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Für diese Folge danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, subscriben, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich brauche hier noch schnell eine Straße mal rein. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja, gehabt euch wohl. Bis dahin und tschüss.